Hallo und herzlich willkommen zu Studienberatung to go. Ich bin's wieder, Janine, und seitdem ich erzählt habe, dass im Norden glückliche Menschen leben, bekomme ich immer mehr Fragen zum Thema Studium in Schweden. Heute mal eine kleine Zusammenfassung zum Thema Bewerbung. In Schweden beginnt das Studium im Herbst. In einigen Studiengängen kann man zusätzlich auch im Frühjahr beginnen. Das ist so wie in Deutschland auch. Wichtig, dass ihr die Bewerbungsfristen beachtet. Es gibt für die Studienbewerber in Schweden immer eine erste und eine zweite Bewerbungs- und Zulassungsrunde. Die Schweden sprechen von der First Round und der Second Round. Ihr könnt euch zwar auch in der zweiten Runde noch bewerben, aber nur noch für die Plätze, die noch frei geblieben sind. Im Klartext heißt das für euch, bewerbt euch, wenn es irgendwie möglich ist, in der ersten Runde. Soweit, so gut. Weniger schön ist, die Bewerbungsfrist für die erste Runde endet schon Mitte Januar, ein halbes Jahr früher als in Deutschland. Falls ihr diesen Termin verpasst habt, versucht es halt in der zweiten Runde. Da endet die Bewerbungsfrist Mitte April. Mehr dazu findet ihr auf studieren-in-schweden.de. Schenkt mir ein Like oder schickt uns ein paar Fragen. Wir freuen uns, euch helfen zu können. Bis dann, tschüss! Diese Folge Studienberatung to go wurde euch präsentiert von EDU-Institut, dem Institut für Studien- und Berufsberatung. Mehr zu Seminaren und Beratungen erfahrt ihr unter edu-institut.de.